Moin, liebe Freunde des alten neuen Stadtbaus, und herzlich willkommen zurück zum vielleicht letzten Part dieses Let's Plays. Ich hab's schon mal gesagt, eine da lag Produktion ich falsch. Kommt zum Aber dieses Erliegen. Mal nicht. Denn wir sind im letzten Part dieser Aufnahmesession am 23.12. und wie gesagt, vielleicht im letzten Part dieses eine Let's Produktion Plays. Kommt zum Denn Erliegen. Uns fehlt nur noch genau eine einzige Aufgabe. Eine Quest fehlt uns noch, dann sind wir durch. Einer ihrer Betriebe dann haben wir stellt alle keine Zielbedingungen mehr erfüllt, die das Spiel oder beziehungsweise die wir uns selber hier gesetzt haben. Und ich glaube, nach über 150 Parts wird es langsam auch mal Zeit. Ganz ehrlich, alles gut. So langsam aber sicher mal kann das Spiel zu Ende gehen. Eine Produktion ich glaube, kommt kein Anno-Let's Play bisher auf meinem Kanal ging so lange. Aber das ist dann halt auch meine Schuld, weil ich halt dieses Einer Ziel ihrer ausgesucht Betriebe habe. Stellt keine Waren mehr her. Und weil ich nicht Die wusste, Pest weil... Ist bei ihrem ja, Nachbarn ist ja gut. Vorüber. Und weil ich halt nicht wusste, dass Anno tatsächlich alle Ziele zusammen erfüllt haben will und nicht nur eins. Einer Im Nachhinein ist man immer schlauer, Freunde, ne? Oder wie war das? Her. Aber gut, wenn es tatsächlich so läuft, dann kann es sein, dass ich dann Heiligabend... Pünktlich an Heiligabend kommt ein blutiges Spiel. Geil, das passt doch wieder hervorragend. Direkt an Weihnachten blutiges Spiel. Super. Ja, naja. Eine gut. Produktion kommt zum Erliegen. Wäre ja nicht das erste Mal auf meinem Kanal. Ich habe ja auch schon an Weihnachten einfach mal Dungeon Keeper gebracht. Also von Gewährt daher. Mir die Ehre eurer Unterstützung. Ein flüchtendes Schiff für Alsa hier. Und ich soll den Beweis im Kontor bringen. Was ist das denn diesmal für ein Schiff? Intriganten. Eine Intrige. Ein widerlicher Intrigant, dessen Ränke gegen den Großvisier fehlschlugen, befindet sich mit seinen Vasallen auf der Flucht. Alsa hier beauftragt, die Jagd auf die Widerlinge zu machen. Es sind drei Schiffe. Dann fangen wir doch mal die Intriganten an. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich einfach erstmal Migranten gelesen habe. Unglaublich. Schäm dich, Lars. Ja, echt. Sie konnten das feindliche Schiff rechtzeitig abfangen. Ja, das würde ich aber auch sagen. Die anderen Schiffe fahren einfach weiter. Die kämpfen gar nicht großartig. Ja, schön. Das bringt euch aber auch nichts. Trotzdem werdet ihr versenkt. So, 48 Kanonen. Perfekt für Rebellopolis. Nehmen wir mit. Mit Kusshand sogar. Ne, ein bisschen Platz haben wir ja. Einmal vorbeifahren an Rebel Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich nach den ersten zwei Fehlversuchen so weit kommen würden. Aber doch. Dieser bedeutsame Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Vielen Dank. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ich auch. Neue Kanonen. Geil. Und vielleicht gleich die letzte Quest, um den Sieg zu erringen. Die Armada Viper war einmal mehr erfolgreich. Wie es sich gehört. Sehr schön. So, jetzt muss ich erstmal finden, das Schiff finden, das die Kanonen an Bord hat. Aber wie wir ja erfahren haben, ist das durch dieses Menü ziemlich leicht herauszufinden. Sehr schön. Übrigens, der Fisch ist wieder bei 470. Vorhin war es noch bei 450. Also das ist echt ein Wankelkurs der Gefühle irgendwie. Weiß ich nicht. Kaffee ist wieder voll, hervorragend. So wollen wir das haben. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wie sieht das denn mit den Kaffeebohnen aus? Sind die denn weiterhin voll oder... Ah, es geht runter. Das habe ich mir gedacht. Ah, obwohl... Hält sich eigentlich so... bei plus minus null, wenn ich das richtig sehe. Also scheint sich zu halten. Das ist ja ganz gut. Ah, kommt Jungs, dann lass mal die letzte Quest reinrauschen hier. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Es wird eine einzige Quest. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Niemand widerspricht Hassan Ben Said. Ungestraft. Ich kann da schon mitsprechen, echt. Ach, Jung. Dich werde ich nicht vermissen. Ganz ehrlich. Genauso auch die Marie de Artois, die werde ich Lasst auch nicht vermissen. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Aber die, Helena, die werde ich vermissen. Definitiv. Das ist eine ganz liebe. Also mit der kann man wirklich ein gutes Spiel machen. Jetzt tut mir gerade das Ohr ein bisschen weh. Ah. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich doch über die gesamte Aufnahme noch ziehen würde. 2,9 Millionen auf dem Konto. Wahnsinn.
Hätte ich nicht gedacht, dass wir das mal hinkriegen. Aber es war wirklich ein glücklicher Zufall, dass ich mir gleich diese Insel hier gekrallt habe. Echt. Also ich hätte mir wahrscheinlich wirklich einen Wolf geärgert, wenn ich irgendeine andere Insel genommen hätte als diese hier. Die war wirklich perfekt dafür. Sieht man ja. Wir hätten noch so viel Platz gehabt. Naja. Ich lasse mir das Spiel einfach mal so ein bisschen schnell laufen. Wie sieht es auf unserer kleinen Provinzinsel aus? Ja. Alles geht gemütlich seinen Gang. Ich glaube wirklich, seitdem wir die kleine Geschichte hier haben, seitdem hat sich der Lord erst richtig eingeschaltet wieder, Lord Northburg. Vorher war er ja wirklich komplett ruhig. Es kam keine Quest von ihm rein, nicht eine. Es kam nur Quest vom Sultan rein. Erst seitdem wir die zweite Siedlung aufgebaut haben, erst dann, seitdem spricht er wieder mit uns. Also seitdem gibt er uns Quests. Also es ist auch eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Spiel so ist, weil ich glaube, war es im ersten oder im zweiten Spiel? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, im zweiten Spiel. Da hat er auch so mit uns gesprochen. Wir warten gespannt auf die letzte Aufgabe, meine Damen und Herren. So. Auch mal so ein bisschen rumgucken. Die Norias dürften ja alle versorgt sein, nehme ich mal an. Jawohl, Kupfer haben wir erst nachgefüllt. Hier haben wir keine Minen in Betrieb. Und ich wüsste nicht, dass man Farmen nachfüllen müsste. Das wäre mir neu. Wir können die Noria hier nochmal nachfüllen. Wie sieht sie hier aus? Die ist noch voll. Die ist auch noch okay. Die ist okay. Die ist frisch gebaut. Also wenn die jetzt schon Nachschub braucht, also das wäre echt bemerkenswert. Oh, hier, die bräuchte nochmal Nachschub. Wie sieht es auf Hightime aus? Braucht ihr nochmal ein bisschen Nachschub hier? Nö, sieht nicht so aus. Nö, die kommen alle klar. Soweit. Das sieht doch gut aus. Auch die Große, auch die Große. Gut. Und hier haben wir, glaube ich, keine Noria. Doch, eine Noria haben wir, die Große. Die müssen wir auch tatsächlich mal auffüllen. Gut, dann haben wir das auch gleich mal erledigt. Wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch gleich erledigt. Gut. Quest sehe ich keiner reinkommen. Kein besorgter Bergmann oder Bauer oder was auch immer. Alles gut. Also ich will echt nicht wissen im Laufe der Zeit, wie viele Pfeilquests, also wie viele einer ihrer Betriebe stellt keine Waren Pfeile ich verpasst habe. Darf ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Nein. Schade, dass du ablehnst. Nicht 1500 Bauern, da habe ich wirklich keine Lust mehr drauf. Danke. Muss ich echt nicht haben. Dankeschön. Einer ihrer Betriebe. Vor allem dann sagt sie noch, ja, ich hätte sie gerne in Rebellopolis. Ja, ich aber nicht. Oh, weil dann kommen wieder die Bettler rein und och nee, nicht schon wieder. Ja, die Bettler, das ist wirklich so die Sache, wo ich denke so, ist zwar ein nettes Feature, aber hätte nicht wirklich sein müssen. Aber ansonsten kann ich eigentlich nicht so viel Negatives sagen. Tatsächlich. Gut, die Kirchenthematik, die ist halt so eine Sache für mich persönlich wohlgemerkt. Wie es für andere ist, das muss jeder für sich selber entscheiden oder jede. Ich helfe euch gerne aus. Das weiß ich, dass du das gerne machst. Ne, deswegen, also, da muss sich wirklich jeder sein eigenes Urteil bilden. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einmal rüber. Kiso, kannst du vielleicht noch was verkaufen? Ja, Seile. Seile, vielleicht auch noch Kriegswaffen. Gucken wir mal, wie sieht's aus? Ja, komm, dann nimm noch mal ein paar Kriegsmaschinen mit. So. Noch mal ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht kratzen wir ja noch die 3 Millionen an. Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Ist ja nicht das erste Let's Play, dann das im Millionenbereich endet. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ich glaube, bei war es bei Morrowind? Ich glaube, bei Morrowind hat er tatsächlich zum Schluss auch im Millionenbereich. Ich habe außergewöhnliche Waren für euch. Oder Draken war ja die Währung. Draken war in Morrowind die Währung. Ich stimme dem Handel zu. Sehr schön, wunderbar, vielen Dank. Nochmal ordentlich Kohle scheffeln. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Mach das. Der Kaiser freut sich immer über deinen Bericht. Ja, ja. So,
Haben wir noch ein paar? Ja, haben wir noch. Ein paar vor allen Dingen. Jetzt kloppe ich erstmal die gesamte Kiso voll damit. Wie sieht's mit den Kanonen aus? Ja, komm her damit. Raus damit. So. Ab zum Großvisier damit. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Noch mal ein bisschen Handel treiben, ne? So ein bisschen spaßeshalber. 17.000. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. So viel Geld hätte ich gerne im echten Leben. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das wird Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Guckt euch das an, wie die Kohle reinrauscht. Alter, ein gutes Geschäft. Und wir haben die 3 Millionen erreicht. Sehr schön. Wunderbar. Ich danke euch im Namen des Sultans. Ja, ich danke dir auch. Sehr schön. 27.000 Ruhm. Ich glaube, so viel Ruhm hatte ich noch nie. Kein Wunder, ist ja auch mein erstes Spiel. Mein drittes Spiel eigentlich. Wenn man ganz genau ist, mein drittes Spiel. Eine Produktion kommt aber mein zum erstes Erliegen. Spiel, das ich abschließe. So. Erfolgreich abschließe. Eine Produktion kommt Sagen zum so. Erliegen. Kommen wir so auf einen gemeinsamen Nenner? Ich denke mal schon. Ah. Wie gesagt, wir warten jetzt nur noch darauf, dass die letzte Quest reinkommt. Ich hoffe, dass das der Fall sein wird. Schauen wir mal, wie die beiden Herrschaften gestrickt sind und welcher von den beiden sich eher dazu erbarmen wird, uns die letzte Quest zuzuschanzen. Ob es der Kaiser sein wird oder der Sultan. Ich denke mal eher, es wird der Sultan sein. Aber ich hätte auch nichts gegen, wenn es der Kaiser ist. Eure Taten imponieren mir. Schon bald werdet ihr Gelegenheit erhalten, mich erneut in Erstaunen zu versetzen. Ja, das ist so schön. Sollten wir eure Dienste benötigen, werden wir es euch wissen lassen. Hm. Mach mal. Gut, dann gucken wir nochmal, wie sieht's aus im Kontor. Fisch ist voll. Ja, wie gesagt, Fisch ist echt so ein Wechselbad der Gefühle, habe ich so das Gefühl. Big Nanako, bist du eigentlich noch beschädigt? Nee, sieht nicht so aus. Nö. Big Nanako ist unbeschädigt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Beschädigte Schiffe sind nicht so gut fürs Geschäft. So, wie sieht's hier aus? Datteln ist klar, genauso wie Milch. Teppiche sieht gut aus. Indigo. Was ist denn mit Indigo los, sag mal? Also Indigo geht aber ordentlich zurück. Oh ja. Indigo, was ist denn los mit dir? Wieso gehst du so zurück auf einmal? Das ist aber nicht gut. Müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen Indigo-Farm anlegen. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Wäre, glaube ich, besser, wa? Legen wir nochmal die eine oder andere Indigo-Farm Farm an. Ist doch kein Problem. Mache ich doch gerne. So kurz vor Schluss. Kann man doch noch machen. Viele Farmen? 5. Okay, kriegen wir hin. So, einmal Indigo. Und... Ah, ich glaube, hier wird das schon ein bisschen eng. Ich baue das mal hier so hin. Ich hoffe, das klappt mit der Noria. Obwohl, nee, da werde ich wahrscheinlich gleich nochmal eine extra bauen müssen. Ich meine natürlich bauen dürfen. Ne, ist klar. Ah, es geht tatsächlich. Wunderbar. Gut, dann haben wir hier nochmal eine Straße hin. Die wird natürlich gleich gepflastert sein. So, so und so. Entschuldigung. Und dann so nochmal. Und dann haben wir hier noch eine Noria hin, weil wir haben ja auch so wenige. Und dann sollte das erledigt sein. So. Gut. Aber dass Indigo auf einmal so runtergeht, Mann, nicht gut. Alles andere ist voll nur Indigo. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nee, so aber nicht hier. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ich warte jetzt die ganze Zeit hibbelig. Ja, was heißt hibbelig? Aber ich warte jetzt darauf, dass die letzte Quest jetzt reinkommt. Nach wie vor. Aber trotzdem kann man ja nochmal so ein bisschen Ausschau halten, was den Verbrauch angeht. Ah, wir haben nochmal ein bisschen Papier, was wir anbieten können. Wie wäre es mit einem Kaffee? Hatte ich schon, danke. So, wie sieht's mit Mosaik aus? Ja, nehmen wir nochmal Mosaik mit.
Wie sieht's auf der Nachbarinsel aus? Oh, Mosaik ist hier voll. Das ist gut zu wissen. Dann fahren wir da nochmal eben hin. Um dann nochmal ein bisschen was mitzunehmen, damit wir nochmal handeln können mit unserem Freund, den Großvisier, den wir wahrscheinlich bald nicht mehr sehen werden, wenn das Let's Play vorbei Kommt ist. Nur und seht euch in aller Ruhe um. Ich schlage ein. War das gerade der Sultan? Ich hoffe, dass ihr mir und meinem Reich diesen Dienst erweist. Da haben wir sie, die letzte Quest. 150 Tonnen Brot, 150 Tonnen Fleisch und 150 Tonnen Wein. Das ist unsere letzte Quest. Hoher Besuch. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die letzte Quest. Die letzte. Aber wir werden dafür die Jasmin brauchen. Ich stimme dem Handel zu. Denn das wird die Kiso leider nicht allein stemmen können. Also, 150 Tonnen Brot. Ist hier. 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. So, und dann nochmal 150 Tonnen Fleisch. Das heißt nochmal dasselbe. So. Und dann kommt nochmal die Jasmin. Und wird dann nochmal Wein abholen. Und zwar eine ähnliche Menge wie vorhin. Ne, Quatsch. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Dann haben wir das auch zusammen. Ab zum Sultan. Die letzte Metropolen-Quest dieses Spiels wird abgewickelt, meine Damen und Herren. Was haben wir denn hier noch zum Lesen? Wichtige Edelleute aus dem Edelleute? aus dem Abendland sind beim Sultan zu Besuch. Es sollen Handelsverträge verabschiedet werden. Können Sie den Sultan mit abendländischen Köstlichkeiten versorgen? Ein wackerer Kapitän und 150 Ruhm sowie Spielende gibt's dafür. Ist fast erschöpft. Ein Rohstoff ist ver... Oh ja. Nochmal schnell nachfüllen. So, die Kiso ist schon mal da. Wunderbar. Wir warten jetzt nur noch auf die Jasmin. Die kommt sogleich. Ich bin begierig, euren Bericht zu hören. Ich auch. Bitteschön. Ja! Wir haben es geschafft! Ja! Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Wir könnten sogar das Spiel fortsetzen. Machen wir aber nicht. Wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Wir haben den Kaiserdom errichtet. Wir haben die Sultansmoschee errichtet. Und wir haben die 30 Metropolen-Quests absolviert. Wir haben es geschafft, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Der Siegbildschirm ist eigentlich genau das gleiche wie das Hauptmenü. Bisschen schade, aber okay. Kann man so hinnehmen. Wir haben es echt geschafft. Ja. Und da ist mir einfach mal das Spiel abgestürzt. Das Spiel hat keinen Bock mehr. Entweder ist mir das Spiel gerade abgestürzt oder aber das Spiel hat sich gesagt, so, du hast keinen Bock mehr auf mich, also beende ich mich jetzt einfach mal ganz. Irgendwie so in der Ecke. Ich werde das Spiel aber gleich nochmal starten. Denn wir wollen ja schließlich, dass ich mein Resümee ziehe. Das werde ich gleich tun. Deswegen starte ich jetzt extra nochmal mit euch zusammen das Spiel. Weil wir wollen ja ein vernünftiges Resümee ziehen können. Am besten mit den Credits. Ihr werdet gleich wieder ein Bild haben. Es wird nur einen kurzen Moment dauern. Ja, Ubisoft. Genau. Meine Damen und Herren, wir haben es wirklich geschafft, Anno 1404 durchzuziehen. Wir haben es geschafft. Es hat wirklich lange gedauert. Wirklich sehr, sehr lange. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Gibt es hier überhaupt sowas wie Credits? Ja, hier. Direkt. Wunderbar. Na, meine Kleinen, seid ihr auch schön brav gewesen? Dann gibt es jetzt für jeden Lebkuchen und... Was? Ach so, tut mir leid. Bin in meine Paraderolle abgerutscht. Das liegt am Bart. Ah ja. Nein, nein. Einen talentfreien Minnesänger zu spielen, hat mir nicht im geringsten etwas ausgemacht. Im Gegenteil, es gab mir die wunderbare Möglichkeit, einmal gegen mein Image anzuspielen. Wissen Sie, von der Oscarverleihung zu den Grammys und zwischendurch noch eine goldene Schallplatte, auf die Dauer wird alles langweilig. Und dann hat jemand anderes die Rolle in der Verfilmung dieses dreiteiligen Fantasy-Schinkens bekommen. Dabei ist meine Schlangenzunge länger als die einer ausgewachsenen Anaconda. Gut. Die ganzen Leute, die da mitgespielt haben, von denen hört man ja auch gar nichts mehr. Und Anno ist so schlecht ja nun auch wieder nicht, oder? Das stimmt auch wieder. Oh,
Kann mir jemand mal diesen fürchterlichen Bart abnehmen? Der fusselt vielleicht. Ich habe schon lauter Flusen im Mund. Wie geil ist das denn? Ein Glas Wasser. Bitte. Es geht nichts über den Moment, wenn man spürt, jetzt zählt es. Der Spieler klickt, der Spot geht an, mein Bild erscheint. Es heißt alles oder nichts. Keine zweite Chance. Jeder Versprecher wäre eine Katastrophe. Ach, das ist pures Adrenalin. Ein Rausch. Da weiß man, weshalb man seinen Beruf als Computerspielfigur so sehr liebt. Ah ja! Jetzt mache ich ein trauriges Gesicht. Ja, jetzt sehr traurig. Jetzt mache ich ein fröhliches Gesicht. Ja. Jetzt ein angespanntes. Mhm. Achtung, jetzt schaue ich überrascht. Mhm. Verblüffend, oder? Was subtile Nuancen in der Mimik alles bewirken können. Okay, das ist wiederum lustig. Hallo, Maske. Könnte mir jemand, bevor es losgeht, noch schnell Nase und Stirn pudern? Ja? Oh, das wäre nett. Ich bekomme da immer so hässliche Flecken. Die Aufregung. Genau, so. Jetzt noch die aufgemalten Tattoos nachzeichnen und es kann sofort losgehen. Ah ja. Doch, doch, doch. Die Krone könnte ich behalten, hieß es. Das war klar abgemacht, ja? Da gibt es gar keinen, gar nichts bei dem Hungerlohn, den ich bekommen habe. Ach, unwürdig ist das eines Kaisers. Unwürdig. Ich finde das cool. Privat bin ich ganz anders. Viel, viel anders. Nur weil ich Menschen nicht leiden kann, heißt das noch lange nicht, dass ich selber keiner bin. Mhm. Auch wenn es so aussieht. Auf den ersten Blick. Mhm. Aber der kann ja auch täuschen, oder? Manchmal. Oh. Moment. Ich empfange gerade eine göttliche Vision. Mhm. Eine Eingebung der Engel. Mhm. Anno 1404, singen sie aus goldenen Kehlen, wird ein himmlisches Vergnügen. Ein Meilenstein der Computerspiele. Ein nie versiegender Quell beispielloser Freuden. Okay, so. Reicht das? Für einen kleinen Aufpreis könnte ich euch noch die Karten legen. Interesse? Kann ich jetzt endlich diese Kontaktlinsen herausnehmen? Von den Dingern werde ich am Ende sonst wirklich noch blind. Wie oft habe ich den Entwicklern erklärt, dass das Potenzial meiner Rolle nicht optimal ausgeschöpft wird? Eingaben an die Designer, mit Herzblut und Liebe zum Detail verfasst. Wo habe ich sie wiedergefunden? In der Rundablage im Häcksler. So gehen die hier mit der Kreativität ihrer eigenen Schöpfung um. Diese Fließbandarbeiter, diese eingebildeten Banausen. Eigentlich bin ich bei Related aufgetaucht, weil ich denen eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen für Anno 1404 überreichen wollte. Ja, was heißt Liste? Streng genommen war es ein ganzer Ordner voll Ideen. Also ich bin Fan, echter Fan. Da macht man alles für sein Lieblingsspiel. Im Endeffekt haben sie mir dann dieses Kostüm hier angezogen. Den Warenkorb in die Hand gedrückt und mich in die Karawanserei gezwängt. Und da hocke ich jetzt und verkaufe Datteln. Method Acting wird überbewertet. Im Falle der Hildegard hat es ausgereicht, ein 35-stündiges Endlosspiel inklusive Dombau und Megametropole zu absolvieren. Jetzt wissen Sie auch, weshalb ich so alt aussehe. Datteln, leckere Datteln. Ja, hat noch nicht. Wer will noch mal? Sie vielleicht? Nein? Ja, gut. Verdammt, ich wurde reingelegt. Wo ist meine weiße Robe hin? Und wieso bin ich in dieser seltsamen Festung eingesperrt? Ich will mich wieder von Hauswand zu Hauswand hangeln. Von Türmen und Minaretten auf Heuwägen hinabstürzen oder irgendwelche Schrauben. Ah ja, Assassin's Creed. Mit 4 Stunden in der Maske muss man schon rechnen. Die ganzen Runzeln, Pusteln und die filzigen Haare. Sowas dauert. Soll ja auch im Spiel dann überzeugend und echt wirken. Mhm. Ja, das erklärt so manche Ladezeit. Ja. Nein, nein, man kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Gar nicht. Diese Spieler hängen ja wie die Kletten an einem. Hallo? Sie belästigen mich rund um die Uhr wegen 2 Tonnen Werkzeug oder irgendeinem anderen Unsinn. Das ist schon sehr stressig, aber was tut man nicht alles für seinen Kaiser? Es ist einfach schön. Sensibel. Das bin ich wohl. Schon als kleines Kind habe ich verirrte Schnecken aus dem Garten befreit und Haus auf die Straße getragen und
Den Faltern habe ich die kleinen Flügelchen ganz sorgsam wieder angeklebt, wenn ich sie mal aus Versehen abgerissen habe. Mhm. Aus Versehen, na klar. Zicke? Ich? Eine Zicke? Ja, du! Wer sagt denn das? Du bist sowas von eine Zicke, ich sag das. Ach, was frag ich überhaupt? Das kann doch sowieso nur von Helena kommen. Die schießt doch die ganze Zeit schon gegen mich. Zu Recht! Mobbing nennt man sowas. Mobbing! Also hier und dieser Milchbubi da, der trällerne Barbe. Die schneiden mich doch schon, wo sie können. Für die bin ich halt Luft. Ich sehe mir das nicht mehr lange an. Dann verschwindet halt mal Helenas schwarze Perücke. Soll doch alle Welt ihre paar Flusen auf dem Kopf sehen. Mal schauen, wem dann zum Heulen zumute ist. Sie haben ja keine Vorstellung davon, wie kalt und zugig es in so einer unbeheizten Ritterburg ist. Den ganzen langen Tag sitzt man herum und wartet, dass irgendein Spieler sich mal bequemt und einen anklickt. Und das mit meinem Räumer. Ich spiele ja selbst Anno seit dem ersten Teil. Anno 1601. Nee, 1602. 1504? Entschuldigung, so Quatsch. 1503. War der zweite Teil oder hieß der am Ende 1703? 1701. Sie merkt schon. Wird verwechselt mit Absicht. Naja, egal, dieser Teil jedenfalls heißt Anno 1402. Und ich bin froh, dabei zu sein. Alle falsch. Wahre Schauspielkunst. Ganz großes Kino. Schauen Sie genau hin. Wenn ich während so einer Spielsitzung zum 20. Mal am Wallfahrtsort ein Wunder ausrufe, klinge ich genauso unverbraucht und überrascht wie beim allerersten Mal. Von wegen, ist doch nur ein Computerspiel. Das muss mir erst mal jemand nachmachen. Geht das jetzt endlos weiter? Immer dieselbe Frage. Mit Sicherheit bin ich nicht der einzige erwachsene Mensch, der die Vorzüge eines vertrauten, familiären Umfelds zu schätzen weiß. Und wenn Mutti mal nicht mehr mag, ziehe ich eben aus. Luke, ich bin dein Vater. Erst hieß es ja, dass ich für die Hauptrolle vorsprechen soll. Und jetzt haben sie mich mit einem verlausten Raubritter abgespeist. 137 Zeilen Text. Im ganzen Spiel, das ist alles. Früher habe ich Shakespeare gegeben, King Lear. Und jetzt das. Es ist frustrierend. Hallo? Hallo? Könnt ihr mir bitte jemand diese bescheuerte Maske abnehmen? Oh, darunter schwitzt man vielleicht. Wahrscheinlich ist das ein Kampagnencharakter. Immer der Bösewicht. Dabei würde ich so gerne einmal einen fleißigen Tankstellenpächter mimen. Einen graumelierten Chefarzt oder von mir aus auch einen fürsorglichen Familienvater. Und was kommt stattdessen? Eine Rolle als Psychopath, irrer Wissenschaftler, böser Zauberer oder Manager einer Großbank? Das ist zum Heulen, wirklich. Oh. Kaum sitze ich mal bei Tisch und geht die Alarmglocke und ich muss wieder mein freundlichstes Gesicht in den Bildschirm halten, um dem Spieler zu erklären, dass eine Kogge keinen Außenborder besitzt und man den Hanf nicht rauchen kann. Schrecklich. Ah ja. Einfach schrecklich. Groupies? Ja, natürlich. Sowas kommt hin und wieder vor. Was soll ich Ihnen groß dazu sagen? Ich bin glücklich verheiratet. Mit meiner Harfe. Ah ja. Anno? Ja, Anno. Zu Anno-Reihe habe ich eine ganz besondere Beziehung. Dieses Spiel ist einfach unbeschreiblich. Ich könnte Ihnen noch Stunden davon vorschwärmen. Mhm. Also, sobald ich es dann mal gespielt habe. Ja, gut. Ich denke mal, damit sind Sie jetzt durch. Achso, jetzt fängt das Spiel einfach von vorne an, weil man... Das hat durchlaufen lassen, oder? Okay. Das klicke ich mal weg. Ich weiß nämlich nicht, ob es dafür urheberrechtliche Probleme gibt. Aber sehr cool, liebe Freunde, dass man tatsächlich mal so ein bisschen die Sprecher zu sprechen gehört hat. Jetzt hört man keine Musik mehr. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, eigentlich habe ich so ein bisschen mein Resümee. Also die Credits waren cool. Zweifelsohne. Also die waren wirklich cool. Da kann man wirklich nichts Negatives gegen sagen. Insgesamt muss ich sagen, Schlussfazit, hat mir das Spiel doch gut gefallen. Das einzige Ärgernis, was ich halt hatte, war ja am Anfang halt mit Marie d'Artois, ne? Die wir ja so schön da sprechen gehört haben. Und ja, also
Insgesamt ist das Spiel okay, nur halt die Thematik Kirche ist halt nicht so mein Fall. Die Musik kann man eigentlich nichts Negatives zu sagen, auch was die Stabilität des Spiels angeht, bis auf einmal, also einmal ist es halt abgestürzt. Ich finde, das ist wirklich schon sehr stabil, muss man sagen, auch wenn es teilweise so ein bisschen so eine Meldung gab, so von wegen, ja, ihr Speicher ist nicht sicher oder ihr Speicher, es steht halt die Gefahr, dass das Spiel nicht gespeichert werden kann, weil das Spiel dann halt ein bisschen überlastet ist. Das kann durchaus passieren. Aber ich finde, das ist noch im Rahmen des Erträglichen. Also da gibt es wirklich Schlimmeres. Ja, also mir bleibt eigentlich nicht mehr viel weiter zu sagen. Am Heiligen Abend, also für euch morgen, kommt dann ein Vampirspiel, Legacy of Kain Blood Omen 1. Ein sehr blutiges Spiel, ausgerechnet am Heiligen Abend. Ich kann nichts dafür, das ist halt so. Aber gut, ich bin froh, wir haben Anno 1404 geschafft, wir haben alle Ziele erfüllt. Wie gesagt, ich kann mich nur nochmal wiederholen, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mit abgestimmt habt, dass ihr fleißig kommentiert und liked, freut mich immer wieder sehr, das zu sehen. Und ich hoffe, dass ihr auch mit dabei seid, entweder bei Legacy of Kain, Blood Omen 1, wie gesagt, wieder mal so ein bisschen raus aus der Strategiereihe. Oder aber wir sehen uns aller spätestens beim nächsten Anno-Teil, welcher dann wäre Anno 2070. Ja, ein Zukunftsteil. Wann der aber kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Wie gesagt, im jetzigen Letschnacken wird es erstmal nur so sein, dass erstmal Blood Omen kommt. Danach kommt Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde, Teil 2. Die gute Kampagne, die böse Kampagne und der Ringkrieg, wo ich immer noch nicht weiß, welche Fraktion ich nehmen soll, weil ich mir ja auch ehrlich gesagt darüber noch keine Gedanken gemacht habe. So wirklich, weil ich auch erstmal in das Spiel wieder reinkommen muss. Gut, also ihr kennt das Übliche mit den Links unten. Links solltet hier direkt am Ende reingekommen sein. Und ihr sehen wollt, wie das Ganze seinen Anfang genommen hat, wie es sich entwickelt hat. Unten links findet ihr die Playlist zu Anno 1404. Oder aber ihr wollt den Vorgänger gucken, Anno 1701, der ist oben links die Playlist von dem Let's Play. Das ist allerdings auch deutlich kürzer als 1404, das muss ich dazu sagen, zu meiner Verteidigung, weil da auch ein anderes Ziel war. Oder aber ihr wollt meinen Kanal gerne abonnieren, dann einfach in die Mitte klicken auf das Profilbild, das ihr sehen solltet. Und rechts, auf der rechten Seite, findet ihr das aktuellste Video meines Kanals. Falls dieses Let's Play schon etwas älter sein sollte, das kann ja auch durchaus sein. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr in dieser Folge und in diesem Let's Play dabei gewesen seid, wenn ihr das wirklich bis hierhin durchgezogen habt. Also Respekt dafür. Ich glaube, wie gesagt, über 150 Parts oder noch mehr. Ich weiß es nicht, ich werde es gleich erst sehen. Also wirklich Respekt dafür. Schon mal vorab, schöne Weihnachtsfeiertage vorab, wie gesagt. Geht morgen halt los mit Blood Omen, aber trotzdem schon mal vorab, schöne Weihnachtsfeiertage. Lasst euch nicht ärgern. Genießt die Zeit. Und ja, ich bin dann einfach raus und sage dann, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund und bis dahin, tschüss, Freunde.